In diesem Video geht es um die Nachkalkulation und dazu schauen wir uns das folgende Beispiel an. Von der Williams AG liegen für die vergangene Rechnungsperiode unvollständige Informationen vor über die Ist- und Normalkosten, Normal-Gemeinkosten, Zuschlagssätze und die Teilaufgabe A lautet, dass wir diese Übersicht, die wir hier haben, eben vervollständigen sollen. Was haben wir da gegeben? Wir haben da gegeben in den Spalten die Hauptkostenstellen, Material, Fertigung, Verwaltung und Vertrieb. Darunter haben wir Angaben zu den Ist-Einzelkosten, zu den Ist-Gemeinkosten. Was dann fehlt, ist der Ist-Gemeinkosten-Zuschlagssatz. Was auch fehlt, sind die Normalgemeinkosten. Dafür haben wir gegeben den Normalgemeinkosten-Zuschlagssatz. Und dann Informationen oder die Berechnung der Unter- oder Überdeckung, je nach Kostenstelle. Als erstes füllen wir mal die Zeile Ist-Gemeinkosten-Zuschlagssatz aus. Und zwar ist das für Material und Fertigung nichts anderes, als Gemeinkosten durch Einzelkosten, also jeweils die Zeile durch die Zeile, macht 14 durch 70 für das Material, sind 20%. Bei der Fertigung haben wir 26 durch 20, ergibt einen Zuschlagssatz in Höhe von 130%. Und wie Sie jetzt hoffentlich wissen nach diesen ganzen Beispielen, ist die Bezugsgröße für die Kostenstelle Verwaltung und für die Kostenstelle Vertrieb nicht die Einzelkosten, weil da gibt es keine Einzelkosten, sondern die Bezugsgröße sind die Herstellkosten des Umsatzes. Die Herstellkosten des Umsatzes ist in der Regel die Summe aus Einzel- und Gemeinkosten für Fertigung und Vertrieb, also quasi diese vier Beträge hier zusammengenommen. Wenn wir diese vier Beträge zusammenrechnen, erhalten wir Herstellkosten des Umsatzes. Schreibe ich mal hier an die Seite auf, als Nebenrechnung, in Höhe von 544.000 Euro. Und um den Zuschlagssatz für die Verwaltungsgemeinkosten zu berechnen, nehmen wir eben 81.600, das ist hier die Gemeinkostenverwaltung, durch diese Herstellkosten des Umsatzes und erhalten einen Zuschlagssatz in Höhe von 10%. Das gleiche machen wir für Vertrieb. Da haben wir Gemeinkosten von 54.400, teilen das durch die Herstellkosten des Umsatzes, die Ist-Herstellkosten des Umsatzes und erhalten genau 10%. Und hier waren es natürlich nicht 10%, sondern 15%. Ich war beim Ablesen in der Zeile verrutscht. Im nächsten Schritt berechnen wir die Normalgemeinkosten, indem wir den gegebenen Normalgemeinkostenzuschlagssatz eben anwenden auf die, Zuschlagsgrundlage. 25% angewendet auf diese 70.000 Euro Einzelkosten macht 17.500. Bei der Kostenstelle Fertigung nehmen wir eben 140% von diesen Einzelkosten hier, sind 280.000 Euro. Bei Verwaltung und Vertrieb brauchen wir wiederum eine andere Berechnungsgrundlage. Da braucht man dann eben die Normalherstellkosten des Umsatzes. Da rechnen wir dann nicht mehr diese vier Beträge zusammen, sondern diese beiden zusammen mit diesen beiden. Wenn wir das machen, erhalten wir Normalherstellkosten des Umsatzes in Höhe von 567.500 Euro. So, und wenn wir dann eben da den Normalgemeinkostenzuschlagssatz für Verwaltung draufschlagen oder anwenden, erhalten wir 79.450 Euro und für Vertrieb wenden wir einen Zuschlagssatz von 9% an und erhalten 51.000 Euro und 75 Cent. 51.075 Euro. Das sind die Normalgemeinkosten des Vertriebs. Und im letzten Schritt stellen wir dann eben jetzt fest, wo und wie viel Unter- bzw. Überdeckung vorliegt. Wie Sie sehen können, sind bei der Kostenstelle Material und bei der Kostenstelle Fertigung, die ist Kosten quasi geringer ausgefallen als die geplanten, sodass Überdeckung vorliegt. Material und Fertigung haben wir eben Überdeckung.
Überdeckung bedeutet eben, dass die Istkosten geringer waren als geplant. Und bei Verwaltung und Vertrieb sehen wir dann eben, dass die tatsächlich realisierten Kosten höher waren als die geplanten Kosten, sodass Unterdeckung vorliegt. Und in der Aufgabe B ist jetzt Folgendes gefragt: Kalkulieren Sie jetzt die Selbstkosten eines Produktes, dem 20 Euro an Materialeinzelkosten und 30 Euro an Fertigungslöhnen zuzurechnen sind. Welche Auswirkungen haben diese Differenzen, haben die Differenzen zwischen Ist- und Normalgemeinkosten auf die Selbstkosten? Bei der Berechnung der Selbstkosten müssen wir auch zwischen Ist- und Normalkosten unterscheiden. Deswegen haben wir hier diese Tabelle schon mal vor, gefertigt, wo zwischen Ist- und Normalkalkulation unterschieden wird. Und wir werden jetzt eben die Selbstkosten parallel auf Ist- und Normalbasis berechnen. Was für beide Berechnungsarten gegeben ist, sind die Einzelkosten von 20 Euro für Material und 30 Euro für Löhne. Das können wir schon mal hier eintragen. Dann hatten wir in der vorigen Aufgabe ja Zuschlagssätze für die Gemeinkosten ausgerechnet. Die wenden wir hier einfach an. Bei Material war der Ist-Zuschlagssatz 20% und der Normalzuschlagssatz. Nee, das kann man nicht da. Und der Normalzuschlagssatz waren 25%, das steht da sogar drin. Wenn wir das eben anwenden auf die Einzelkosten, dann sind das eben 20% von 20 Euro sind 4 Euro und 25% von 20 Euro sind 5 Euro. So. Bei Fertigungskosten machen wir das Gleiche. Da hatten wir hier 30 Euro als Einzelkosten gegeben. In der letzten Teilaufgabe haben wir einen Ist-Zuschlagssatz von 130% und einen Normalzuschlagssatz von 140% festgelegt. Das heißt, wenn man das hier auf die Einzelkosten anwenden, haben wir eben 39 Euro Ist-Fertigungsgemeinkosten und 42 Euro Ist-Normalfertigungsgemeinkosten. Verwaltung und Vertrieb haben keine Einzelkosten, deswegen brauchen wir da als Bezugsgröße wieder die Herstellkosten des Umsatzes. Das ist die Summe aus Einzelkosten und Gemeinkosten für die beiden Hauptkostenstellen, Fertigung und Material. Und bei der Ist-Kalkulation ergibt sich die Summe als 93 Euro. Also das ist einfach hier diese vier Sachen zusammengenommen. Und bei der Nachkalkulation ergibt sich das als 97 Euro. Darauf können wir jetzt die Zuschlagssätze anwenden, die wir in der vorigen Teilaufgabe berechnet haben. Das waren ja 15% bei der Ist-Kalkulation und 14% bei der Normalkalkulation. Angewendet auf die Herstellkosten gibt uns das Verwaltungsgemeinkosten von 13,95 Euro bei der Ist-Kalkulation und 13,58 Euro bei der Normalkalkulation. Das gleiche machen wir für Vertrieb. Da hatten wir Zuschlagssätze von 10% Ist und 9% Normal. Das wenden wir auf die Herstellkosten an und erhalten eben 9,30 Euro bei der Ist-Kalkulation und 8,73 Euro in der Normalkalkulation. Und jetzt haben wir alles quasi bereit, um die Selbstkosten auszurechnen. Die Selbstkosten sind dann die Summe dieser drei Sachen. Wenn wir das zusammenrechnen, erhalten wir 116,25 Euro in der Ist-Kalkulation und 119,31 Euro in der Normalkalkulation. Unterm Strich stellen wir also fest, dass bei den Kosten insgesamt eine Überdeckung der Fall war. Die Ist-Kosten waren geringer als die geplanten Normalkosten. Genau, und jetzt haben wir eben zwei Sachen gesehen in dieser Aufgabe. Einmal, in welchen Kostenstellen Über- bzw. Unterdeckung vorliegt. Wir haben gesehen, in zwei Kostenstellen liegt Überdeckung vor, in zwei Kostenstellen Unterdeckung. Und in der zweiten Teilaufgabe haben wir dann gesehen, was das denn insgesamt für die Selbstkosten bedeutet. Wir haben gesehen, hier in diesem Kontext haben wir insgesamt eine Überdeckung. Das war's.